Echt sehr, sehr sexy aus. Willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben heute was sehr Besonderes vor. Aber erstmal jetzt uns vorneweg nicht erschrecken, Denise ist gerade nicht geschminkt. Ah. Ja, Leute, eine sehr ungewohnte Situation. Ich bin heute mal ungeschminkt. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn... Wir machen heute die Nicht-Lachen-Challenge extrem. Warum extrem und was ist daran geil? Das und ist wirklich... warum ist Denise dann ungeschminkt? Und warum liegt hier Strom? Das ist mehr durch Zufall entstanden, dieses ganze Ding hier. Und zwar, um das ganz kurz zu erklären. Es wird jetzt gleich folgendermaßen ablaufen. Denise und danach in der Situation ich werden hier vorne am Tisch sitzen und eine ganz gewohnte Situation durcharbeiten. Das quasi als Video verarbeiten. Also sie wird zeigen, wie man sich schminkt. Ich werde mir gleich ein Brot schmieren und ein Brotschmier-Tutorial machen. Und der andere von uns wird jeweils unterm Tisch sein. Das werdet ihr nicht sehen. Es ist völlig random oder das auch nur wir beide miteinander machen, aber wird den anderen kitzeln. Das ist so sinnlos. Das klingt so bescheuert auf jeden Fall. Aber wir sind halt todeskitzig wirklich. Und das Ding ist, es wird, glaube ich, gleich echt extrem witzig, wenn jemand unten mit den Händen ist und dann weiß nicht, was da abgeht. Vor allem, wenn ich mich schminke und dann versuche, meinen Eyeliner zu ziehen und... So, Auto so machen, ich mache so. Lass es einfach mal auf euch wirken und ich würde sagen, wir fangen bei dir an. Also ich würde sagen, du fängst an, dich zu schminken. Du Scheiße. Deswegen jetzt viel Spaß mit der Nicht-Lachen-Challenge. Ich hoffe, ihr müsst auch ein bisschen lachen. Ja. Let's go. Hallo. So, Leute, ich sitze jetzt hier mit meinem süßen Katzenöhrchen, ne, weil ich mich immer... Ja, sonst hängen meine Haare im Gesicht. Auf jeden Fall fange ich jetzt einfach an, mich zu schminken und werde euch... Hallo. Das ist Jonas. Werde euch in der Zeit erklären, was ich gerade so mache. Also so ein kleines... Tutorial. So, meine Freunde, ich sitze jetzt hier am Tisch, bevor es losgeht und bevor ihr erfahrt, worum es hier überhaupt geht, möchte ich sagen, ich bin ein extrem kitzliger Mensch und ich werde alles dafür geben, dass ich nicht lachen muss. Mal gucken, ob das hinhaut. Ich werde mich auf mein Video-Tutorial konzentrieren, deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei meinem Video-Tutorial. Ich fange an mit meinen Augenbrauen. Dazu fange ich an, die erstmal zu kämmen. Aua. Der fässt mir an die Beine und ich habe Muskelkater, ey. Ich ins Augenbrauenpuder rein und... Mann, das ist voll scheiße. Versuche, mich zu schminken. Mann, das ist voll scheiße. Ja, hi Leute, was geht? Mein Name ist Jonas und willkommen zu Jonas Tutorial, wie man ein Brot schmiert und zwar mit Erdnussbutter drauf. Im Grunde ist das ein relativ einfacher Plan. Wir haben hier nämlich zuerst Brot. Wir schnappen uns als erstes mal hier zwei, drei Brotscheiben. Ich hab mein Leben nicht unter Kontrolle. Die eine Augenbraue ist schon mal fertig. Sieht aber gar nicht so schlecht aus dafür, dass ich ganz schön gewackelt habe. Erstmal was trinken. So, wir schnappen uns hier jetzt zwei Brotscheiben. Und werden jetzt... Das ist voll bescheuert. So, als erstes, wir benutzen ja keine Milch in dem Haushalt, sondern wir benutzen einen Reisdrink und den werden wir jetzt erstmal hier einschütten. Das ist so schön, hier einen Reisdrink reinzumachen. So, und wenn man dann das Augenbrauenpuder so gut wie fertig angewendet hat, dann muss man die nochmal durchkämmen, damit es sich alles schön verteilt. Und dann kommt noch kurz Augenbrauengel rüber. Das braucht man immer, um sich zu lippen. Um die Lippen zwischendurch ein bisschen feucht zu halten, ist es sehr wichtig, dass man das hier vernünftig alles drauf hat. Wir haben hier auch noch, Entschuldigung, dass ich mich so komisch verhalte, wir haben Butter. Die ist sehr wichtig, dass man das ein bisschen drauf macht, weil Erdnussbutterbrot ist ja, man kann sich ja überlegen, Erdnussbutterbrot, fehlt da nicht eigentlich auch die Butter bei einem Erdnussbutterbrot? Oder ist die Butter schon in der Erdnussbutter drin? Das ist die große Frage. Hä? So, Leute. Jetzt kommt der Concealer und davor sprühe ich immer mit meinem Prime Spray in mein Gesicht. Au, ich habe voll in mein Auge gemalt. So, wir fangen trotzdem an mit Butter. Wir machen nämlich eins mit Butter und eins ohne. Das ist nämlich das Schöne an diesem Experiment. Eins mit und eins ohne Butter. Und das hier ist unsere Erdnussbutter. Nein, ich habe jetzt hier oben hingekleckert. Entschuldigung, Leute, es ist ein seltsames Brot-Tutorial hier. Ich habe heute ein bisschen Probleme mit meinem, mich selbst unter Kontrolle zu halten. Echt sehr, sehr sexy aus. Da muss man das natürlich verblenden. Zum Glück. Als nächstes kommt der gute alte Eyeliner und da bin ich mal super gespannt. Erdnussbutter ist ziemlich lecker tatsächlich. Also ich selber esse Erdnussbutter auch sehr gerne.
Oh, das tut so weh da unten. Was ist denn los heute? Also, es fühlt sich alles ein bisschen seltsam an. So, und dann machen wir jetzt auch noch diese Brothälfte hier. Und das Wichtige ist, man darf sich halt jetzt nicht wehren, ne? Noch geht es ganz gut. Scheiße, wie sieht das denn aus? Okay, mein ganzes Make-up ist schon ruiniert. Wir machen jetzt hier mal. Wir machen jetzt hier mal gerade die. Ich kann das einfach, ich hab's nicht unter Kontrolle. Aber trotzdem hoffe ich, dass ihr meinen Frühstückskanal hier weiterhin abonnieren wollt. Und dass ihr weiterhin sehr glücklich seid, wenn ihr mich hier so seht einfach. Ah! Dieser Eyeliner kann man jetzt auch nicht mehr retten, denke ich. Und auf der anderen Seite. Ja, wunderschön. Direkt so ein Doppel-Eyeliner gemacht. Was mich jedenfalls schon immer interessiert hat, ist, wie es wäre, wenn man so eine Milchschnitte, wenn man quasi den Inhalt der Milchschnitte einfach auf so eine Brotscheibe tut und das Ganze mal probiert. Also ohne das Äußere von der Milchschnitte halt. Wie wird das Ganze dann schmecken? Wenn wir jetzt mal ausprobieren und teilen das mal. Und teilen das Ganze jetzt mal einfach. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Man müsste das theoretisch jetzt hier abfummeln. Kann das auch natürlich essen dann. Mhm. So Leute, ich mache jetzt schon mal meinen Lippenstift. Ich benutze zuerst einen Lip Liner und dann, um meine Lippen auszufüllen. Der ist abgebrochen. Mann. Guck mal, jetzt habe ich das Ende in meiner Hand hier. Der ist abgebrochen. Oh. Okay, und jetzt legen wir das hier mal aufs Brot drauf. Einfach so. So, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So ist quasi Milchschnittenbrot. Das werden wir jetzt mal probieren gerade. Entschuldigung. Ja, es schmeckt auf jeden Fall eigentlich ganz gut. Also es schmeckt wirklich wie Milchschnitte. Nur ein bisschen gesünder vielleicht, ein bisschen. Der ist schon wie... Was für eine Scheiße, ey. Ich sehe aus, als hätte ich einen Bart. Ich werde jetzt auch noch mal einen Schluck trinken, aber ich wette, Denise wird es nicht schaffen, mich zu lachen zu bringen. Dann gib mir mal alles, okay? Wenn ich das austrinke, los, let's go. Was war das für ein schwacher Versuch, bitte? Es ist leer. Leute, wenn jemand meine Füße kitzelt, dann kann ich nie mehr. Okay, Lip Liner sitzt, würde ich sagen. Jetzt kommt der richtige Lippenstift noch drauf. Scheiße, wie sehe ich denn aus? Ach du Scheiße. Findet ihr mein Make-up so? Ich finde es wunderschön. So, meine lieben Freunde, während Denise gerade noch versucht, hier hochzuklettern, das Ganze war experimentell. Ich würde sagen, es hat nur so mittelgut funktioniert. Mein Make-up sitzt. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Ich freue mich jetzt erstmal auf mein Erdnussbutterbrot. Übrigens, zum Milchschnitten-Ding kann ich nur sehr empfehlen. Jedem ist gar nicht so schlecht, wie man denkt. Das ist auf jeden Fall von uns. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.